nett von dir. Die einen sind the Lord of the Dance Floor, ich bin die Lady of the Verpeiltheit. Ja. Ich weiß, ich stehe auch dazu. Niemand kann so verpeilt sein wie ich. Unter dem Wort verpeilt steht im Duden mein Bild. So, das sollte ich jetzt nicht gerade machen, wenn ich schon das Video gestartet habe. Das nennt man dann so diesen Moment, wenn man beweist, dass man verpeilt ist. Ja, egal. Hallo! Und hi, ho, herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist bei mir immer noch der 18. Bei euch ist jetzt Freitag. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich überlege gerade, ob das so... Ich habe gerade überlegt, ob das... Ich wollte gerade sagen, meine Woche war toll, aber ich weiß ja noch gar nicht, wie meine Woche wird nächste Woche. Also echt. Also meine Woche diese Woche, die um den 18. rum, die war in Ordnung. Mal abgesehen von ein paar Geschichten. Aber genau die werdet ihr jetzt erfahren. Oh, bin ich nicht gut? Ja. Auf jeden Fall, ich habe euch am Mittwoch ja erzählt von meiner Odyssee mit meinem iPod, den ich euch jetzt mal auch zeigen kann. Das ist der hier. Und ja. Hey, guck mal, es sind nur noch 18 Minuten, dann haben wir schon den 19. Ja, wo wir schon dabei sind. Ja, auf jeden Fall, das ist der iPod. Inzwischen ist er sogar, habe ich ihn selbstständig, weil ich es eben, weil es jetzt eh egal ist, auf iOS 12 aufgestockt. Seitdem läuft es wieder ein bisschen besser. Klar, meine Apps funktionieren immer noch nicht, aber ich habe da neue Apps drauf. Zum Beispiel ist ja die App WordGuru, nach der ist mein Vater total süchtig. Wenn ich die App starte und ihm dann den iPod gebe, kann ich davon ausgehen, dass bis der iPod leer ist, ich ihn nicht wiedersehe. Traurig, aber wahr. Ja, gut. Das war jetzt genug Spaß. Wir kommen zu den ernsten Themen des Lebens. Ja, ja, also nachdem dann die iPod-Geschichte beendet war, war ich schon persönlich an einem Punkt, wo ich Apple nicht mehr ganz so fest vertrauen wollte und konnte, wie ich es schon mal getan hatte. Aber persönlich gesagt hatte ich immer diesen Satz, den ich auch bei jeder Gelegenheit gesagt habe, wenn du die Wahl hast und das Geld zwischen einem PC zu kaufen oder einen Mac, kauft ihr den Mac, weil der hält sicher 5 Jahre. Oder auch nicht. Entschuldigt. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass dann im Dezember 2017, ja, alles recht schnell aufeinander, läuft bei mir dann nicht so gut, war es dann so, dass tatsächlich mein Mac, an dem ich jahrelang gearbeitet habe, der hat, glaube ich, fast 8 Jahre gehalten, dass der dann angefangen hat zu spinnen und hier und da auch mal nicht mehr so leistungsstark war und ich damit auch keine Videos schneiden konnte und das alles. Und ja, das war dann einfach der Punkt, wo ich dann zu meinen Eltern gesagt habe, Mom, Dad, ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir den mal ersetzen. Und der hat auch so Sachen gehabt, wie dass er SD-Karten nicht mehr erkannt hat. Und vor allem ist es eben so, dass darauf noch Programme und alles waren auf einem Stand, wo ich nicht mehr ändern will und wo ich auch nicht mehr bereit war, es zu riskieren, dass ich auf dem Mac ein Virus kriege. Und so habe ich dann eben zu meinen Eltern gesagt, ja, ich würde den jetzt lieber, glaube ich, langsam ausrangieren und dann eben irgendwo hinstellen, damit er geschützt ist. Vor allem, weil eben auch mein Tagebuch von Anfang an dabei drauf war und ja. Ja, dann haben meine Eltern eben gesagt, okay, nach all den Jahren und überhaupt, dann haben wir lang beredet und irgendwann war es dann soweit, dass wir gesagt haben, okay, dann holen wir uns einen neuen Mac. Dann war es so, dass ich eben, wir haben einen Händler angerufen, haben eine E-Mail geschrieben, haben gesagt, wir hätten gerne einen neuen Mac und wir möchten den bitte mit Bootcamp, weil ich eben viel auf der Windows-Seite arbeite und ja. Wie ihr bereits wisst von meinen früheren Videos, ich habe euch schon die letzte Zeit immer mal wieder hier und da ein bisschen was erzählt und ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass dann der Mac angekommen ist bei uns und die erste Sache war, er hatte keinen Ton. Er hat wirklich null Ton abgegeben. Keinen Systemton, keine Videoton. Keine Videoton. Das war jetzt das beschissenste Deutsch meines Lebens. Keinen Videoton. er hatte kein,
Nichts. Also er war stumm wie sonst was. Er war still, leise. Also ich konnte wortwörtlich den Schnee vom Fenster lauter fallen hören als den weg. Und dann haben wir den Händler angerufen und den Techniker. Er soll noch bitte herkommen. Wir haben ein Problem. Dann hat es schon mal ein bisschen gedauert, bis der dann gekommen ist, aber dann ist er dann irgendwann aufgetaucht, hat dann den Ton repariert, wir waren happy, alles soweit gut. Dann kam aber, also geliefert wurde uns am 18. Januar, damit ihr mal so einen ungefähren 2018, damit ihr ungefähr mal einen Zeitrahmen habt, wann das alles angefangen hat. Dann ungefähr im Juni, zumindest habe ich da das erste Bild von dem Problem tatsächlich, habe ich gefunden, habe gestern gefunden auf einer Festplatte. Ja, im Juni 2018 dann noch, war dann tatsächlich so, dass der Bildschirm Grafikfehler bekommen hat. Das war dann so, dass dann auf dem unteren. Das ist jetzt toll. Ich freue mich gerade, entschuldigt. Ich weiß, es ist voll unhöflich, dass man auf dem iPod rumklickt und so weiter. Aber dass ich jetzt gerade auf mein iPod starre und man kann jetzt gerade sagen, ich bin eine Ziege, die auf ihren iPod starrt. Aber ich habe hier irgendwo, glaube ich, ein Bild davon tatsächlich noch. Ja. Kennst du diesen Moment, wenn du das sagst, voll überzeugt bist und dich so zum Mops machst? Das nennt sich dann in Fachkreisen der Elena-Moment. Ach, ich müsste es doch noch. Also, jetzt packt mich gerade dieser Pseudo-Ehrgeiz. Oh. Ja, also, ich müsste dann vielleicht hier sein. Da ist es. Ja. Gut, solange es lädt, da ist es geladen. Und es ist das Falsche. Also, ich fühle mich echt verarscht. Nun gut. Wir versuchen das noch bei Mama, weil der habe ich auch schon mal die Mail geschickt. Ja, jetzt haben wir es. Ha. Ich dachte schon, ich werde verrückt. Noch verrückter, als ich eh schon bin. Ja, solange das Bild lädt. Auf jeden Fall hatte ich dann Grafikprobleme. Und zwar waren es dann immer so Punkte, so grüne Punkte, die am unteren Rand vom Bildschirm aufgetaucht sind. Und ja. Die haben dann mich ultra, also da war ich dann auch so und habe gedacht, Dann irgendwann war es dann so, dass dann auch der Mac immer langsamer geworden ist und noch mehr und er hat noch viele Probleme dann bekommen. Und dann irgendwann habe ich zu meiner Mutter dann, glaube ich, im August gesagt, Mom, da stimmt was nicht, wir sollten den mal zum Techniker schicken. Also gesagt, getan, haben wir den Mac dann zum Techniker geschickt. Und der hat uns dann gesagt, der Mac sei durch bei den Hardware-Tests alles in Ordnung, er sei nur saumäßig staubig. Mutti dachte sich in dem Moment so, Erdboden, tu dich auf. Also meine Mutter hat dann so diesen, möge sich der Erdboden auftun und mich verschlingen Moment bekommen. So, da haben wir es. So, und jetzt muss man so anstellen, dass nicht meine ganzen privaten Daten dabei raus, dass ich nichts leak. Auf jeden Fall sah das dann so aus. Ja, das war so dann mein Bildschirm. Man sieht sogar tolle Sachen. Ja. Und dann war es eben dann so, dass der Mac zurückgeschickt wurde und dann wurde gesagt, jetzt ist alles in bester Ordnung, es funktioniert wieder. Also, ich habe den Mac wieder bekommen. Ich habe den Mac gestartet. Ich habe 2 Wochen gewartet. Ich habe wieder grüne Punkte bekommen. Er hat wieder langsamer getan. Er hat gesponnen. Wir also wieder den Techniker anrufen. Techniker sagt wieder einschicken. Wir schicken den Mac wieder ein. Mac wird wieder repariert. Das heißt, okay, es wurde ein Treiber vergessen. Wir denken, jetzt funktioniert alles. Mac kommt zurück. Wir bauen Mac wieder auf. Ist 1 Woche da, Mac funktioniert wieder nicht, wir schicken Mac erneut ein.
Mac funktioniert. Techniker sagt, da ist alles in bester Ordnung, hat dann aber trotzdem noch ein paar Tests gemacht. Dann wurde Mac wieder zurückgeschickt. Mac war nicht einmal 24 Stunden zurück. Zwar, er wurde an einem Dienstag geliefert, an einem Dienstag war er auch wieder kaputt. Mac war wieder kaputt. Haben wir dann nochmal eingeschickt? Neu, ich bin jetzt beim dritten oder vierten Mal. Ja, nicht. So viel kann ich gar nicht tragen. Okay, also wahrscheinlich haben wir den dreimal dann, ja. Dann haben wir den, hat er wieder nicht funktioniert, aber wir haben dann den Satz bekommen, der Mac sei ja in Ordnung und deswegen sei jetzt, sei der Händler jetzt nicht mehr zuständig, Apple aber auch nicht. Und ja, dann war er nicht mal 24 Stunden da und dann irgendwann haben wir dann bei Apple angerufen und haben die gefragt, wie es jetzt aussieht und was jetzt der nächste Schritt wäre. Und nee, haben wir nicht. Ja, aber das war tatsächlich, ja, also auf jeden Fall war es dann so, dass dann der Mac wieder da war und dann habe ich eben zu meiner Mutter und ich haben dann gesagt, gut, der spinnt, aber dann muss ich jetzt halt damit klarkommen, weil es geht ja nicht anders. Und dann eines Abends, ich will einen USB-Stick aus meinem Mac rausziehen und putsch, ich habe volle Kanne eine gewischt gekriegt. Und ich habe wirklich in dem Moment so eine gewischt bekommen, dass ich Herzrhythmusprobleme bekommen habe. Also mein Herz hat dann nicht mehr in dem Rhythmus geschlagen, das es normalerweise tut. Ich habe dann mich erstmal hingelegt, habe meine Mutter angerufen, habe gesagt, Mama, ich habe gerade eine gewischt gekriegt, mein Herzrhythmus stimmt nicht mehr, was machen wir jetzt? Und ja, dann war es auf jeden Fall so, dass ich dann, dass wir da, dann hat meine Mutter mich verarztet, liebevoll und zart. Und sie war für mich da. Es war schön. Das war das einzig Schöne daran. Und ja, und dann war es so, dass wir, wartet mal, ich muss mal gucken, wie lang das Video jetzt schon ist, schon 12 Minuten. Also, dann machen wir jetzt an diesem Punkt mal Schluss und ich erzähle euch den nächsten Teil dann in der nächsten Woche nochmal, weil sonst wird das viel zu lang, ne? Ja. Also, ich erzähle euch jetzt, ich muss dann doch auf drei Teile aufteilen. Also, letzter Stand, ich habe eine gewischt bekommen. Ich drehe jetzt der dritte Teil auch direkt weiter. Dann habe ich halt nächste und übernächste Woche den ersten Tag nichts. Und ja, egal. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal von Elektronik eine gewischt bekommen habt. Ich habe es schon zweimal geschafft. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter, auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Irgendwie ist das voll die daneben, die Frage, oder? Aber gut. Ja. Ja, also ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Oh, ich habe einen Wortwitz. Ich wünsche euch ein elektrisierendes Wochenende. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin.